Ich möchte heute mal wieder was mit dir teilen, wie unser Kopfkino oder welchen Einfluss unser Kopfkino, unser Gedankenkabarett hat, wie wir uns fühlen, ob wir uns unwohl fühlen, ob wir Ängste haben, ob wir uns wohlfühlen, was auch immer. Ich komme gerade vom Zahnarzt und ich habe so, vielleicht wie du auch, so meine interessanten Kindheitserfahrungen gemacht in der Kinderstube. Oder als Kind beim Zahnarzt, also solche Dinge, wo ich zwanghaft festgehalten wurde, wo der Zahnarzt gefühlt wie so ein Pferd da stand und im Zahn rumgebohrt hat und ich gefühlt das ganze Dorf zusammengeschrien habe und solche Dinge. Das sitzt immer noch in meinem Zellbewusstsein, auch wenn das jetzt wirklich ja schon viele Jahre her ist. Und was bei mir dann damals auch dazu geführt hat, dass ich viele Jahre nicht mehr zum Zahnarzt gegangen bin, bis ich dann Anfang 20 der Tag kam, wo ich nochmal zum Zahnarzt ging und der mir gesagt hatte, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Und da habe ich mir geschworen, das sagt mir nie wieder ein Zahnarzt, es gibt viel zu tun. Ich war damals gefühlt ein Jahr oder bestimmt ein Jahr gefühlt jede Woche dort und habe meine Zähne wieder in Ordnung bringen lassen. Und das auch durchgezogen. Also das ist der einzige Arzt, zu dem ich regelmäßig gehe, einmal im Jahr Zahnarzt. Ansonsten hat mich ein Arzt wirklich, glaube ich, erst das letzte Mal gesehen, als ja unsere Tochter zur Welt kam und ich entbunden hatte. Ansonsten ist Arzt bei mir out of order. Ich möchte das nicht in Frage stellen, aber das ist meines. Ich muss aber auch dazu sagen, aufgrund meiner Erfahrung, das mal nebenbei hier erwähnt, je mehr ich die Klarheit zum Plan meiner Seele hatte, und je mehr ich meinem Herzen auch gefolgt bin und den Impulsen gefolgt bin und mir das freie Leben erschaffen habe, von dem ich früher geträumt hatte, für mich, für die gesamte Familie, umso weniger hatte die Seele natürlich mir auch Botschaften geschickt auf der körperlichen Ebene. Zuvor waren schon zuhauf Botschaften auf der körperlichen Ebene da, aber ich habe das immer mit alternativen Möglichkeiten, ja, behandelt. Selbst behandelt, um es mal so auszudrücken. So, jetzt will ich aber auf das eigentliche Thema nochmal zurück. Zahnarzttermin stand an, habe ich letzte Woche gemacht, für heute. Und seitdem war natürlich Kopfkino da. Wenn da jetzt gebohrt werden muss, wenn da gespritzt werden muss, das ist so das mit das Heftigste, was man mir in Anführungsstrichen antun kann, irgendwo eine Spritze zu setzen. Da habe ich als Kind selbst, ich habe zwar dann nicht unbedingt ständig Spritzen gekriegt als Kind, aber wenn da mal eine Blutabnahme war, mich jemand gepiekst hat, war ja dann auch wie eine Spritze, Kreislauf immer platt, war ich erstmal weg. So, und dieses Kopfkino ging natürlich los und entsprechend dann heute Nacht auch Träume gehabt vom Zahnarzt. Trotzdem ich da keine heftigen Erfahrungen mehr die letzten Jahre gemacht habe und der Zahnarzt, den ich hier habe, also das ist wirklich ein Goldschatz, so einfühlsam und ganz, ganz toll. Und auch Kopfkino bei ihm fand ich auch interessant, weil er hat mir vor 2 Jahren einen Zahn repariert und dachte eigentlich, ich komme wegen diesem Zahn, weil das so ein bisschen knifflig war, den zu reparieren. Und er dachte, naja, vielleicht muss er da nochmal reparieren, dass das jetzt nicht so gehalten hat. Weil er hatte das Röntgenbild auf dem Bildschirm auch. Und habe ich gedacht, es ist doch interessant. Mein Kopfkino hat die letzten Tage damit beschäftigt, wie dieser Zahnarzttermin wohl ist, ob da gebohrt werden muss, ob da was Ernsthaftes ist. Also ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte nur an einem Zahn das Gefühl, da könnte was sein. Es war auch nichts, war überhaupt nichts, musste überhaupt nichts gemacht werden. Aber Kopfkino hoch 10, ja? Und sein Kopfkino war halt auch, deshalb hatte er das Röntgenbild aufgemacht von dem Zahn, was so ein bisschen knifflig war zum Reparieren, dass ich deshalb komme. Worauf will ich hinaus? Wie sehr, hier ist jetzt so ein bisschen eine spaßige Variante im Grunde genommen, aber wie sehr hält uns das Kopfkino davon ab, unser Gedankenkabarett, uns unser freies Leben zu gestalten? Wie viele Impulse bekommen wir tagsüber, wie viele Impulse bekommst du an Ideen, wie du eigentlich gerne leben möchtest, wo du leben möchtest,
wie du eigentlich deinen Tag gestalten möchtest, wie viel Geld du eigentlich gerne zur Verfügung hättest und. Und bist aber bis eben dazu geneigt, dem nicht zu folgen und merkst dann letzten Endes, dass du dich im Kreis drehst, dass du nicht da ankommst, wo es eigentlich hingehen darf, nach deinem Seelenplan, nach deiner Seele, nach deinem Herzen. Weil wir uns vom Kopfkino davon abhalten lassen. Weil das Kopfkino dann sagt, na ja, wenn du jetzt, das war bei mir auch, wenn du jetzt wirklich kündigst im öffentlichen Dienst nach 30 Jahren, wenn das alles nicht gut geht, was passiert dann? Also so dieses vermeintliche Sicherheitsdenken und. Und das hält uns letzten Endes dann davon ab, uns wirklich dieses freie Leben zu gestalten. Kopfkino ist immer da. Kopfkino hoch drei war bei mir auch, als wir ja nach Zypern ausgewandert sind. Das hatte ich vorher nie auf dem Schirm im Grunde genommen auszuwandern. Das hat sich alles so auf dem Weg dahin ergeben. Und je mehr ich meinem Herzen gefolgt bin, umso mehr sind großartigere Dinge entstanden. Familienbusiness ist entstanden. Alles sind mit dem Boot. Das war alles nicht absehbar. Ein tiefer Traum von mir war es. Ja, aber dazu durfte ich vorgehen und durfte aufhören, den Kopf, ich nenne ihn auch immer gerne so den Qualitätsoberbeauftragten, die Regie zu überlassen, sondern mir meine eigenen Gedanken zu machen, bewusst denken, das zu denken, was ich will, wo die Reise hingehen darf. Und da immer wieder sagen, hey, jetzt mal gut, es geht in die andere Richtung, du darfst gerne da sein, weil es geht nicht darum, dass wir den Kopf ausschalten, Verstand ausschalten, den brauchen wir. Ich will nur darauf hinaus, um dich zu ermutigen, je mehr du dir erlaubst, wirklich deinen Künsten folgen zu folgen, die Ideen, die du hast, die Impulse, die du bekommst, wie du es gerne in deinem Leben hättest, denen zu folgen. Und dann wirst du auch feststellen, zu so 99% des Kopfkino, was das dir alles erzählt, tritt überhaupt nicht ein, sondern es wird einfach nur grenzgenial und wunderbar, weil dein Herz und deine Seele, die wollen dich ja dahin lenken, wo du eigentlich hin möchtest, warum du eigentlich hier bist jetzt. Um Freude zu haben, um Spaß zu haben, um Leichtigkeit zu haben, um dir dein Leben so zu gestalten, mit all dem, was für dich dazugehört, wie es eben deinem Herzen, deiner Seele entspricht. Ja? That's it. Also, hab Mut, mehr deinem Herzen zu folgen. Hab Mut, diesen Impulsen zu folgen, die du bekommst. Und schau dir auch gern nochmal Divinity an. In Divinity geht's um deine wahre Größe, um deine Göttlichkeit. Das ist ein achtwöchiges Begleit-Mentoring, wo sowohl Madeleine als auch ich an deiner Seite sind und dich dabei unterstützen, ja, zurückzufinden in deine wahre Macht, Größe, Energie, in deine wahre Kraft. Und da wirst du auch staunen, wie sehr dir vieles wie Schuppen von den Augen fällt und du mal wieder aufatmen kannst, Licht am Ende des Tunnels vermutlich siehst und noch mehr deine eigene Richtung gehen kannst und natürlich dann entsprechend auch andere Resultate erzielst. In der Nähe von dem Video findest du den Link. Lass es auf dich wirken. Lausch auf deinen ersten Impuls und dann let's go. Dann sehen wir uns im internen Bereich in Divinity. Hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.